Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr, haut rein. Peace. Wer hat früher von euch massiv gehört, Digga? Ich habe nie seine Lieder gehört. Ja, nur dieses Asphalt-Kokain. Oh, Kokain-Massaker. Kokain-Massaker mit Farid Bang und Kollega. Das war geil, oh, ehrlich. Krass. Das war ein krasses Lied. Oh. Ich habe mir gedacht, wer ist der Beste für richtig oder Faust, außer der, der in Ghetto kracht? Du kennst das. Ich schwöre, Ali, Digga, der feiert so ein krass, so ein massiv, ehrlich. Wer, Ali? Ja. Oh. Digga, massiv ist echt. Ali liebt massiv. Performer, der kennt das. Aber Massiv ist auch so ein Herzenswert. Ja, der ist also cool, also ja, nett. Der gibt mehr positiv als negativ. Safe. Es geht ab. Hey Roy Junior. Okay, Bruder. Es gibt so unnötige Fragen, die uns Makex so stellt. Er wird versuchen, dir die ganze Zeit zu helfen und mich zu ficken, weil er mich hasst. Deshalb, du bist eher im Vorteil. Hassliebe ist die größte Liebe. Ja. Die kann man gar nicht. Ich habe gesagt, lass uns doch heiraten, damit ich deutschen Pass habe. Er will nicht. Okay, die erste Frage. Viel Glück, Bruder. Viel Glück dir, Bruder. Ich schaue nur so aus, dass ich ein Bauch bin. Für Bergsteiger gibt es eine sogenannte Todeszone. Das ist bei Höhen ab 7000 Metern. Da hört der Körper auf, sich selbst zu regenerieren. Und es gibt eine maximale Lebensdauer, die man als Bergsteiger dort überleben kann in so einer Höhe. Wie viele Stunden ist das? Ah, schon. Okay, lass mitraten, okay? Wie viele Stunden man Dings überleben kann. Auf 7000 Meter? Ja, überleben kann. Ich sage, eine Stunde überleben. Ich sag 6. 6? Ja. Niemals. Ich fick mich. Was? Ich fick mich 6 Stunden. Ab welcher Höhe nochmal? 7000 Meter. 7000. Die Luft wird ziemlich dünn da oben. Ja. Ich habe so viele Bergsteiger-Dokumentationen und Filme geguckt. Mit Leuten, die sich gegenseitig aufgefressen haben. Ich habe so viele Bergsteiger-Dokumentationen und Filme geguckt. Mit Leuten, die sich gegenseitig aufgefressen haben. Okay, also weißt du circa, wie viel das dauert? Okay. 3, 2, 1, stopp. 35 Stunden. War Jim, ey, der Baby. Digga, lass doch gucken. 12 Stunden. Es sind 48 Stunden. Ja, boah. Scheiße, Alter. Eine Stunde. Hä? Was, Digga, chill mal, Junge. Ja, du hast keine Ahnung, Alter. Entschuldigung, Alter. Der Fakt, Bruder. Wie kann man so lange gelernt in der Schule? Das sind die ersten Sachen, die sie in der Schule lernen. Aber hast du gemerkt, wenn man realisiert, dass man gleich rausgeht? Wie müssen wir machen? So anspannen, oder? So, schau, ich gebe dir auch Ehre hier, weil hier ist ja nichts Lebenswichtiges. Ja. Aber ich werde nicht übertreiben, weil wir haben noch ein paar Fragen. Wir haben noch ein paar Fragen. Ich habe Angst, dass du mich dann doppelt so zurückschlägst. Nein. Okay, so. Okay, bist du bereit? War das nicht schon den Fall? Okay, so. Ey, Daddy, lecker! Ey, Bruder, was soll das? Was für eine Scheiße hier? Bruder, der hat gesessen. Bei Schlägerei geht man runter, bei Vorkamera bleibt man stehen. Deutschlands erster Reaktor, das Atomkraftwerk Karl, war 24 Jahre am Netz, bevor es 1985 dann abgeschaltet worden ist. Wie lange hat es gedauert, das radioaktiv belastete Gebäude abzubauen? Boah, ich sag locker 50 Jahre. Ein radioaktives Gebäude. Ich würde sogar mehr sagen. Ich sag 15. 15? Ja. Bin gespannt. 3, 2, 1. Stop. Ich habe jetzt übertrieben. Und immer wenn einer die Antwort hat, zähle ich runter. Ich habe jetzt übertrieben, okay. Ja. 34 Jahre. 25 Jahre. Genauso lang, wie es am Netz war. Bruder. Würde ich sagen. Der Fakt, ich lese ihn euch vor. Deutschlands erster Reaktor, das Atomkraftwerk Karl, war 24 Jahre am Netz, bevor es 1985 abgeschaltet worden ist. Fast genauso lange dauert es hinterher, das radioaktiv belastete Gebäude wieder abzubauen. Okay, krass. Wie viel hast du gesagt? 15. Fuck, krass. Wie lang? Fast genauso, also 24 Jahre. Boah. Da hat der Bruder gut mitgedacht. Ganz ehrlich. Diese Faust! Okay, komm. Komm. Nein. Ey, chill doch mal. Er macht jetzt noch einen. Nein. Komm, Bruder. Nein. Nein. Komm. Ich kann nicht. Bruder, hör mal auf damit. Komm, so macht kein Spaß, Digga. Im anderen Raum. Der will hier schon Versiegpunkte sammeln. Was ist das? Bruder, Wallah, ich mag dich. Ich mag dich. Deswegen verstehe ich deine Konzentration nicht, wie du so ausholen kannst, Bruder. Wallah, und deswegen verstehe ich dich. Warte dich nicht, Bruder, warte dich nicht. Aber so, Bruder, wie vorhin, Bruder. Das hat gescheppert. Die Niere hat gezittert, Bruder. Du hast vorher gesagt, Hassliebe ist die stärkste Liebe.
Digga, chill doch mal, ja. Bruder, chill. Mit Salze macht aber keinen Sinn, ehrlich, wenn er zu nett ist und so. Man muss auch schon. Pa! Wollen wir aber nicht. Wallah, das Ding ist. Wallah, das war gut. Du hast zu gutes Herz, Bruder. Der Astronaut, der die längste Zeit im Weltall verbracht hat, ist Gennady Ivanovich Padalka. Padalka. Okay. So, wie viele Tage? Wie viele Tage? Wie viele Tage er im Weltall verbracht hat? Boah, weiß ich gar nicht, Alter. Interessant. Was denkst du? Ich sag 2 Wochen. 14 Tage. Ich sag 10. 10? Oder wie viele Jahre? Wie viele Tage im Weltall verbracht? Es können aber auch Jahre sein. Könnte auch Jahre sein. Es könnte auch das sein, dass es 6 oder 5 Jahre sein. Also, wie viele Tage hat der im Weltall verbracht? Das ist der Astronaut, der die längste Zeit im Weltall verbracht hat. Boah, das ist schwer, Bruder. Warte mal. Ich sag 1 Monat, ich ändere. Was? Ja, ich sag also 30 Tage. Ja. Da muss massiv erstmal innekehren. Was für 30 Tage? Wir sind gefickt, hier geht's um Rippen und, und Nieren. 3, 2, 1, stopp, die Antwort bitte. 1050 Tage. Boah. 2150. Ja, was? Im Weltall? Digga, ich glaub. Hä, das ist. Was? Das sind. Was labern die da? Das sind 3 Jahre und so, hä? Was labern? Hä, nein! Ja, mach mal. Das sind 878 Tage. Wie? Was? 878 Tage? Stopp, die Antwort. Ich wusste nicht, dass ein Mensch so lange im Weltall verbringen kann, Alter. Ja, klar, krass. Die können auch da wohnen, wenn die wollen. Heftig! Ah, oha! Das sind ja fast 3 Jahre. Heftig. Ey Bruder, was ist das hier für ein scheiß Spielattack? Ich bin gekommen, ich habe 12 Jahre Taekwondo gemacht. Wir kommen jetzt mit Taekwondo, okay? Ja, nein, wo geht dieser Schlager? Der sieht aus wie ein Hawaii, oder? Wo geht der hin? Was ist das? Spann deinen Bauch an! Ja, aber wo schlägst du hin? Spann doch einfach deinen Bauch an! Du willst in die Mitte schlagen, oder? Was ist das? Ich weiß nicht, wo der Schlag hingeht. Mitte. Du doch spann deinen Bauch. Mitte. Spann einfach. Gib deine Hände. Schau mir an deine Hand. Bruder, sag mir das. Der ein bisschen flattern, ne? Schlag in die Mitte. Oh, hier? Nein, Bruder. Nicht hier. Du hast dich nicht gelassen, in die Mitte zu schlagen. Mitte Solarplexus. Mach diese Sachen. Okay, ich mach das. Mach diese Sachen. Du, hier wird's richtig gefickt. Aber gib die Hände weg. Das erste Mal wird das Spiel abgebrochen, ich sag dir. Der Flug kommt, jetzt kommen! Schiedsrichter! Schlag! Ich mach die Hände weg! Okay? Der hat so. Aue! Bruder, chill doch mal! Bruder, der hat ja richtig Angst! Komm bitte! Nein, Wallah, ich. Bruder, ich hab ein Image zu verlieren, Bruder! Wallah, ich hab ein Image zu verlieren, Bruder! Wenn der reinschlägt, geht man runter! Ja, dann denkt eine Nacht, Junge! Digga, Bruder! Anders. Du kennst das! Okay, Jandra! Sobald er so war, ich schau alles. Ich war aber genauso. Ich bin genauso. Genauso bin ich auch. Bruder, der Schlag ist nicht so gut. Der Schlag ist nicht. Gib doch deine Hand. Ich kann nicht die mit. Digga. Bruder, Wallah. Hey Jungs, lass ich mach nicht mit. Wallah gesagt. Ich mach Seite, Wallah, ich mach Seite. Okay, ich mach damit nur Seite. Aber warum willst du, dass ich so mache, Bruder? Damit ich dich da auf die Seite schlagen kann. Okay. Okay. Bruder, nein! Hey, der ist krass. Brich das Format ab, Bruder! Er will einfach nur zeigen, was er drauf hat hier. Bruder, das sieht seriös aus. Okay, komm. Okay, Jalla. Okay, Jalla. Aber nicht abdrucken, okay? Wo schlägst du hin? Zeig hier. Hier. Oder Knochen, Bruder, du brichst meinen Knochen. Nein, hier. Nein! Hey, ich schwör, das sieh ich. Nein, hey, da, da. Oh, hier. Boah, der Tat weh, Alter. Boah! Der wird weinen, ja! Scheiße, Alter! Kommen alle! Sollen alle kommen? Ja, dann kommt alle! Kommt alle, Wallah! Ein Einbrecher ist im kalifornischen Huron, der durch den Schornstein ins Haus klettern wollte, dort stecken geblieben und am nächsten Tag, als der Besitzer, der das nicht mitgekriegt hat, Feuer gemacht hat, ist er gestorben. Das ist witzig. In welchem Jahr war das? Wo ist das? Hey, keine Ahnung, Schwie. Der. Sag ein Jahr. Ich sag 1980 einfach. Ich sag, 1980 steht für Lifestyle. Ich sag 1990. Warum? Vielleicht 95 sogar, 95. So. Was ist das für eine Frage? 3, 2, 1, stopp, alle. 65, 88, es war 2015, du bist näher dran. Nee, ich bin näher dran. Ich bin näher dran. Spaß. Ich wollte vorhin keinen Wing Chun machen. Er wollte keinen Wing Chun. Komm, für all das, was du gelitten hast, Mussi. Bruder, mach einfach dreckig. Payback.
Bam! Und ich spüre zum ersten Mal meine Bauchmuskeln wieder. Mann, deine Schläge. Hä? Bruder, komm! Ich schwöre, Digga, so. Mann, massiv, Bruder! Hä? Der muss reden. Bam, Junge! Nein, Bruder! Du bist mir echt schuldig! Ich mag dich! Deine ganze Familie ist hier, Bruder! Ich mag dich auch, komm! Die Sache ist, die Leute haben 96% gesagt, die wollen das sehen. Weißt du warum? Warum? Weil die wollen sehen wollen, wie du ihn schlägst, Walla. Komm! Ich! Bro, selbst! Die fragen komm. Immer, weil die wollen alle sehen, der wie geht er das kommt. Ehrlich! Bro, selbst ich als dein Bruder gönn's ihm. Hier, außen, ja? Wie du magst. Komm! Komm! Am besten! Einen, dass er... Ey, Digga, will er mich verarschen? Kann er nicht hauen? Kann er nicht... Ey, Digga, was ist das? Ich gebe jetzt mich hier auf locker so einen Happen. Digga, das geht nicht. Das ist recht. Bruder, mehr kann ich nicht machen. Das geht einfach nicht. Wie das geht nicht? Es gibt eine Grenze, die darfst du nicht überschreiten. Wir sind Brüder und wir bleiben Brüder. Der mexikanische Drogenbaron El Chapo. El Chapo, boah, damit... Ey! 100% ich werde richtig beantworten. Jungs, hör zu, El Chapo. Wie groß ist der? 1,67. 1,65. Okay. Okay. Gut, boah, aber hör zu! Oh, wie schnell der war. 3, 2, 1, stopp. 1,59. 1,68, 1,59, er ist 1,60. 1,60. Oha, ist der, oha. El Chapo, boah, damit, ey. 100% ich werde richtig beantworten. Jungs, hör zu, El Chapo. Sollte 61 sagen. Sollte 1,69 sagen. Ich weiß, er ist richtig klein, ne? Boah, 1,60 ist schon. Der fickt dich trotzdem. Jo, ehrlich, also. Er hat 1,59 bis 68. Ach. Oder damit du auch siehst, ich nehme wirklich einfach irgendwelche Fragen hier. Das war mit diesen Dings hier. Bruder, ich habe ganz andere Probleme gerade. Ey, wie mir deine Lebenssituation erklärt. Bruder, am liebsten hier Schulter. Schulter? Ehrlich jetzt? Ah, ist das eine gute Sache oder was? Ja, mach Schulter. Schulter? Hä, Schläge auf Schulter? Auch komisch. Ja, ja, auf den Arm könnte man. Nicht, dass du ausrutscht und Kinn und Kieferproblem. Warum so ernst? Ich will da gerade. Oder Walla, ich mach mit Liebe, du machst richtig so mit Liebe. Plan. Ich will da dich, damit niemand verletzt. Ja, das war nicht. Ja, Alter, nee. Das war doch nicht schwer. Aber der kann gut schlagen, Alter. Alle Rapper da draußen, wenn er eine Live-Reaction macht und euer Video nicht gut findet, beleidigt ihn nicht öffentlich. Er fährt zu euch und er bittet euch zum 1:1-Kampf und er legt euch flach. Okay. Safe, also Meuter, safe was drauf. Safe, ja, safe, safe. Der ist, Digga, der ist da auf jeden Fall, was Kampfsport angeht. Die nächste Frage, wir geben Gas. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat mal versucht rauszufinden, wie viel Prozent Zahnpasta noch in der Tube ist, selbst wenn du sie komplett ausdrückst, weil an den Wänden klebt immer noch Zahnpasta. Okay. Wie viel Prozent bleibt immer mindestens noch in der Tube? Boah, ich schaff das immer richtig, wirklich komplett leer zu machen, ne, mit dieses Drehen und so. So mache ich immer, komplett leer, ja, wirklich. Wie viel Prozent glaubst du bleibt? Ich sag, also, boah, ich weiß nicht. Ich sag 10. Ja, ich hätte auch 10 gesagt, aber weil du 10 sagst. Höher oder tiefer? 15. Komm, ich glaub sogar wenig, aber egal, komm, 10. Sogar wenn man sie komplett ausdrückt. 3. Ich hab 2. 1. 6,5%. Okay. Massiv. Wie sagst du? Er hat nicht zugehört. Sag mal deine Prozente. 16,5. Er sagt 6,5. Du bist näher dran, das sind 14%. 14. 14, krass. 14% bleibt immer. Digga, bei mir nicht. Digga, bei mir bleibt 0. 100%. Boah, so 14%. Ich bin gebildet. Ja. Ich bin integriert. Ich bin seriös. Gib ich bin reich. Ich bin reich. Oder gib den doch und, ich bin privatversichert. Soll ich mal so einen richtigen Schlag machen? Komm, ja. Einen festen. Komm. Ja. Der war wirklich gut. Der war gut. Es geht. Es. Ja. Ich will. Man denkt, du spürst den Scheiß. Ja, war geht, ehrlich. Das Format. Junge, das war nicht so. Die wissen, das war nicht. Entsprechend. Männer und Frauen sprechen seltsamerweise gleich viel pro Tag. Wie viele Wörter circa pro Tag sprechen jeder Mann und jede Frau? Boah, wie viele Wörter? Da, boah, das habe ich mir. Ey, ich habe darüber noch nie in meinem ganzen Leben nachgedacht, wie viele Wörter ich in einem Tag spreche. Was würdest du sagen? Wie viele Wörter? Ja, pro Tag. Wie viele Wörter? Digga, da sind schon 3. Also über 1000, safe. Safe, safe, safe. Aber das ist der Durchschnitt, ne? Digga, wie viele Wörter, Digga? Das ist echt eine schwierige Frage, ja. Das ist schwer. Echt eine schwierige Frage. Also ich würde mal sagen, über 4000. Ich sag 9000.
Boah, 9 ist krass. Machen wir. Oh, also auch du. Wie viele Leute pro Tag? Also, ist jetzt egal, ob Mann oder Frau, eine Zahl. Die sind bei Männern und Frauen ist bei beiden gleich. Wie viele Wörter pro Tag? Massiv, kannst du im Bild bleiben, das stört hier das Format. Wenn ein Kanake nachdenkt, dann läuft er durch den Käfig. 3, 2, 1, stopp. Okay, ich glaube, das ist zu wenig. Allen? Wie viel hast du? Er sagt 38.000 Wörter. Jeez, das ist zu viel. Was? 38.000 ist zu viel. 30.000 Wörter. Einer sagt eine Million. Ey, Bruder. Chill mal. Sogar wenn ich alle Wörter, die ich kenne, 10 Mal sage, sind das doch keine 38.000. Ja, ich auch. Also 38.000 ist zu viel. Nein. Maximal 10. Die wirklich unrealistisch as fuck. Aber mach mal, ich bin gespannt. 99! Was hast du gemacht, Bruder? Ach, ich hab du gewonnen! Scheiße! Natürlich hast du gewonnen. Ich hab gewonnen, Bruder! Wie viele okay, es sind 16.000 Wörter am Tag. 16.000? Boah, krass, 16.000 am Tag ist schon krass. Jetzt musst du einen deftigen geben. Bruder, das ist die letzte Frage. Eine Pause, mach einen gute, komm, bitte. Einen deftigen. Die Leute wollen es sehen. Ich mach den dreckig. Mach den dreckig. Bruder, ich wollte einen deftigen, einen deftigen. Bruder, du hast hier die. Ich wie nennt man das? Latissimus, nee, ja. Ja, genau. Ich wollte. Bruder, gib ihm eine gute, bitte. Okay, eine gute, okay. Ja, das war jetzt eine stabile, ja. Das war nicht mit Liebe, ehrlich. Danach war es das auch, oder? Ja. Oh, ja, der war gut. Massiv hat sich komplett aus der Bedeckung geschaltet. Aber wir geben hier keine 100%, oder? Niemals. Das Problem war Massiv, er war versichert. Er hat geschaut, habe ich wirklich die letzte Faust? Und dann, okay. Stark, ja. Wo ist der lang, Mann? Danke für den Nico, Bitch an Luca Gaming. Nico, mach den Follower jetzt einen freiwilligen Schlag. Freiwillig. Okay. Okay. Eigentlich gar nicht, aber... Warum macht er das immer? Tut er schon. Wir wollen zeigen, wie hart die uns schlagen, Digga. Ja, aber der wird immer gefickt. Ja, der will gefickt werden. Der will Mich da. Guck, wie der ist. Hey, was geht ab? Hier, das ist noch gefährlicher. Der war da! Ich will das auch mal mit dir machen, ehrlich. Ja, warum? Hältst du Bock auf? Nein. Warum? Oh mein Gott, Digga. Eine Bombe, Digga, nachher ist echt. Oh mein Gott. Oh. Scheiße, mit solchen Typen hängt ihr ab. Wenn ihr mehr Sachen mit Massiv sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Geiles Video. Check Massiv ab, check sein Label ab. Check Ramo und die ganzen Jungs ab, Leute. Wir machen bald mehr Sachen zusammen auf No Homo. Passt euch auf. Bis zum Love nächsten Mal. You. Qualität der Musik. Penis. Geiles Video, ich schwöre. Ja, cool.